Jo Leute und willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Ich bin übrigens immer sehr versucht, Ori and the Blind Forest zu sagen, deswegen muss ich mich bei dieser Begrüßung immer sehr konzentrieren. Wir sind hier gerade im stillen Wald, haben Kuh wiedergefunden und wurden von dieser Riesenkrähe Schriek oder so heißt sie, glaube ich, verfolgt. Können hier in diesen Aufwinden fliegen und ja, wir sind in so einer Höhle drin. Hier rein konnte uns, ich glaube, sie heißt Schriek, aber vielleicht wird es nachher nochmal genannt, nicht folgen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier noch erwartet. So, ich könnte ja theoretisch auch mal diese Dinger hier abschießen. Gibt ein bisschen Leben. Hier oben würde es rausgehen. Und hier sind wir jetzt prinzipiell auf diesem Ast, wo uns Shriek verfolgt hatte. Und aufgrund dieses Baumes scheint hier erstmal Ende zu sein. Obwohl, vielleicht kann ich sogar drüber fliegen. Wir können ja doch, auch wenn wir nicht richtig fliegen können, einiges an Höhe gewinnen. Nee, aber mehr Höhe können wir nicht gewinnen. Ich springe hier vom höchsten Punkt ab. Nee. Okay, das geht nicht. Also sollen wir wohl rechts raus. Hui, lassen wir uns hier einmal fallen, um wieder hochzugleiten. Ja, brauche ich Leben? Nee, wenn prinzipiell die Währung, die hier rauskommt. Aber okay, es ist auch eher vernachlässigbar, was hier an Geisterlichtenergie oder wie auch immer das Zeug heißt, rauskommt. Wupsa. Ah, gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, wir haben Kuh wieder gefunden. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das Spiel hier allzu bald zu Ende sein würde. Oder wird. Das wäre auch irgendwie ein bisschen kurz. Eine weitere Feder. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich dachte mir, dass sowas passieren würde. Unsere Feder ist weg. Genau, gigantisch. Ne? Dieses Viech ist echt so cool gemacht und wie es immer wieder über uns drüber läuft. Muss ich irgendwas tun? Ne, ich glaube nicht. Okay, es will uns... Ja, okay, wir werden doch wieder von Kuh getrennt. Kuh, was macht Kuh? Ich würde ja mal... Such doch mal lieber das Weite. Ja, er kämpft für uns. Wie cool, wie niedlich. Aber ich glaube, es war keine gute Idee, Kuh. Versteck dich mal lieber. Ich hoffe, Kuh ist über die Klippe gesprungen und hat da nochmal irgendwo einen Gleitflug angetreten. Ansonsten wäre Kuh jetzt hinüber. So, wir liegen auf dem Boden. Was für ein gigantisches Viech. Okay, wir können gerade nichts mehr. Ich kann nicht springen. Drücke das Knöpfchen und nichts passiert. Wir können auch offensichtlich nicht mehr schnell laufen. Wir sind wohl ganz schön fertig, gehe ich mal von aus, oder? Was soll mir das sagen? Und wir suchen Kuh. Ah, jetzt können wir auch wieder springen. Ich glaube, ich habe gerade wieder diese Mini-Ruckler und Zuckler. Wenn das weiter so bleibt, muss ich das Spiel gleich mal neu starten. Oder es sind jeweils nur Ruckler und Zuckler bei den Übergängen vom eigentlichen Gameplay auf irgendwelche nicht gesteuerten Cutscenes oder so. Das, nee, da war er wieder. Oh. Leute, ich starte das Spiel einmal neu. So, das Zimmer wieder. Ich habe den Eindruck, dass es eventuell daran liegt, wenn das Spiel zu lange im Standby ist. Ich habe das Gefühl, dann tritt es immer auf. Oder es ist Zufall. Oder vielleicht auch nach irgendwelchen Cutscenes oder so. Ich weiß es nicht, wobei, da sind sie schon wieder, oder? Vielleicht ist einfach doch die Performance dieses Spiels einfach ein bisschen durchwachsen, was dieses Nachladegezuckel oder was auch immer es ist angeht. Ich weiß es nicht. Au! Es ging immerhin überraschend schnell, bis wir Kuh wieder gefunden haben. Boah, ist er wirklich hinüber? Das wäre bitter. Oh nein, das Spiel war so schön bis jetzt und jetzt verlieren wir unseren Freund. Wie hart ist das denn? What the fuck? Den können wir wiederbeleben irgendwann, oder? Oh, was leben immerhin ein paar Mokis wieder.
Boah, was für eine herzergreifende Szene, Leute. Oder was für eine ergreifende Szene. Oder herzzerreißend, eins von beiden. Aber herzergreifend gibt's, glaube ich, nicht, oder? Ist doch nicht wirklich tot. Ich hoffe, der ist so tot wie E.T. Nein, er scheint... Boah, ist das hart. Ich hoffe trotzdem, dass er so tot ist wie E.T. Doch, als ich mit meiner Frau das erste Mal E.T. geguckt habe, sie kannte den Film noch nicht, war sie auch erschüttert, dass E.T. Tot ist. Und seitdem heißt es bei uns jedes Mal, ich hab sie auch in den Glauben gelassen, dass E.T. wirklich tot ist. Und seitdem heißt es bei uns jedes Mal, wenn jemand stirbt, ich hoffe, der ist nur so tot wie E.T. Los, kann er wiederbelebt werden? Hier von unserem Funken, den wir von Qualloc erhalten haben. Oder ist es einfach nur, um die Zeremonie hier zu unterstützen? Kann ich schon was tun? Ach so, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, dass ich hier was mache. Das war mir nicht so bewusst. Ja, krass. Und ich kann auch nicht mehr zurücklaufen. Ich muss ihn jetzt erstmal hier zurücklassen. Ich will sich, dass ich nicht mehr nach links laufen darf. Und die Mokis stehen hier. Oh, Qualloc ist auch hier. Das mit deiner Freundin rührt mich. Die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte. Aber ihr Licht war zu schwach. So viele fielen in dieser finsteren Zeit zum Opfer. Vor allem die Kleinsten unter uns. Das Licht war zu schwach, um sie wiederzubeleben. Wenn wir jetzt für mehr Licht sorgen, hätten wir dann noch eine Chance, um Kuh wiederzubeleben. Mit dem Ende der Weide zerbarst das Licht in Splitter. Eigentlich... Ähnlich wie in unserem alten Wald. Die Geister gingen zugrunde und unser Land fiel dem Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden verstreut, geschwächt, sind kaum noch ihr Licht da. Wenn nichts geschieht, wird ihr Licht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch mit Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Achso, jetzt beginnt das eigentliche Spiel erst, oder was? Die Erinnerung des Waldes, gefangen in der klirrenden Kälte im Norden. Die Augen, verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft, versunken im Wasser, im Westen. Norden, Süden, Westen, jetzt nach Osten. Das Herz, vergraben unter den Dünen im Osten. Okay, ich habe das Gefühl, das Spiel fängt jetzt gerade erst an. Krass. Und die Stimme an deiner Seite. Alleine sind sie schwach, aber zusammen können sie Kuh wiederbeleben. Ja. Wenn es etwas gibt, das den angerichteten Schaden reparieren kann, dann ist es der Wille der Irrlichter. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken. Ich werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl. Die Moki und ich, Nein, ich hab's nicht Ende gelesen. Die Moki werden dich irgendwie unterstützen, vermute ich mal. Nimm dies, Ori, damit kommst du weiter. Oh, cool. Ah, wir bekommen jetzt die Feder. Nice. Wir bleiben hier und geben auf deine Freundin Acht. Okay, ich glaube, wir haben unsere Freundin noch nicht ganz aufgegeben. Das beruhigt mich ein bisschen. Du hast eine Fähigkeit, drücke ZR, um frei umherzugleiten oder Luftströmung zu nutzen oder sowas. Sehen wir die Feder noch irgendwo?
Noch einiges an Quests hier offen, ja. Oh, müsste ich eigentlich mal irgendwann gucken. Haben auch einiges an Questgegenständen hier. Was haben wir da unten? Groms Handarbeit. Achso, das hier unten ist der Fortschritt in der Brunnenquelllichtung. Das ist das mit dem Tauschgeschäften hier unten. Hier rechts wird wahrscheinlich auch noch irgendwas auftauchen. Irrlicht gefunden. Das sind die vier Irrlichter. Okay, jetzt macht das alles Sinn. Und hier oben sind so Questgegenstände. Aber dass ich diese Feder habe oder so, kann ich, glaube ich, nirgendwo sehen, ne? Okay, ja, jetzt haben wir, glaube ich, hier die Aufgabe, alle Irrlichter zu finden. Als die Weide starb, wurden ihre Irrlichter über das ganze Land verstreut. Finde die Irrlichten im Bauerspitze, den Schimmelwaldtiefen und den Lumerseen und heile Niven und belebe Uvida. Ah, okay. Ach, das ist unsere Hauptquest. Deswegen sind jetzt auch so viele... Ach so, hier oben, das ist alles Hauptquest. Okay. Und das hier unten sind die aktiven Nebenquests, die wir noch haben. Finde jemanden, der eine... Also hier muss ich jemanden finden, der ein Heilmittel kennt. Hier muss ich jemanden finden... der eine Suppe haben will, wahrscheinlich in den Eisdingern. Moki hat ein wertvolles Andenken verloren. Also das ist unter der Brunnenquelllichtung. Ach so, die Nummer ist das. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich muss immer wieder mal gucken, was das hier noch alles ist. Genau, und Wiederaufbau der Lichtung. Okay, ja, die Frage ist, wo bin ich denn jetzt genau? Ach so, jetzt sind wir wieder ganz zurückgesetzt worden, wo wir zum ersten Mal tatsächlich auch auf Quollok getroffen sind. Könnte mal hier unten rein, das dürfte kein Giftwasser mehr sein. Dementsprechend, ich glaube, da waren wir noch nicht drin, beziehungsweise konnte man nicht wegen Giftwasser, seitdem waren wir nie wieder hier. Das heißt, das könnte man mal gucken. Aber die Frage ist, wo mache ich jetzt weiter? Sieht man ja, finde die Kraft des Waldes, finde die Augen des Waldes. Finde die Erinnerung des Waldes. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich jetzt so weiter will, Leute. Ist gerade so ein bisschen ungeführt. Das bin ich nicht gewohnt, dass man jetzt vier verschiedene Ziele zur Auswahl hat. Ah doch, wir waren hier unten wohl schon drin, oder? Ich bin nur so ein bisschen verwundert. Ja, weil die Karte hier immer noch so dunkel ist. Aber ich glaube, sie ist einfach nur hier besonders hell. Doch, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier schon gewesen sind. Uiuiui, uiuiui, jetzt, ja, ach so, doch, da sieht man auch, dass wir da schon was eingesammelt haben. Okay, hier waren wir schon. Ja, ich überlege gerade, soll ich hier weitergehen? Kann ich hier noch irgendwas Großartiges machen? Ich meine, hier war so eine Fluchtsequenz, da geht es eventuell noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier noch weiter können, da noch weiter können. Wir können uns auch da zum Geisterportal porten. Wo ist denn hier das nächste Geisterportal? Da unten geht es vielleicht mittlerweile weiter. Vielleicht gehen wir mal da unten hin und gucken einfach mal, was da so passiert. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Eigentlich wollte ich mal den Hammer... als dauerhafte Waffe einsetzen. Das Schwert brauche ich eigentlich gar nicht. Und ich würde sagen, als zusätzliche Geisterwaffe nehmen wir mal genau den Schmetterling. Vielleicht hilft er uns ja das eine oder andere Mal noch im Kampf. Nein! Boah, mal wieder den falschen Knopf gedrückt. Boah. So, jetzt wollen wir mal hier runter. Ja, ich kann mich grob erinnern. Hier haben wir, glaube ich, mal als erstes diesen Katapult-Skill hier bekommen. Oh, wow, ouch. Der Hammer ist viel cooler als das Schwert. So. Ouch. Ah, wir heilen uns mal. Ach so, ich habe jetzt auch noch... Stoße Objekte mit einem Windstoß weg. Oha, interessant. Ja, bin ich mal gespannt, wann wir das eventuell nutzen wollen und können. Ach ja, die Viecher. Oh Gott.
Tut mir leid, Junge. Du musst leider dran glauben. Ach so, hier war diese Spinne gewesen. Oh, hier passiert jetzt sogar was. Mokis tauchen auf. Als die Dunkelheit kam, schickte Qualloc die Moki zu den Schimmelwaldtiefen, doch das Tor war verschlossen. Jetzt hat Qualloc uns geschickt, es für dich zu öffnen, denn im Innern liegt ein verlorenes Licht. Ein Licht wie das deine. Kleines Licht. Einsames Licht. Es ist dunkel, aber vielleicht findest du es, wenn du hell genug strahlst. Okay. Hinten an der Spinne sind die Schalter oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Wir werden auf dich warten. Halte dich von der Dunkelheit fern. Sie ist bissig. Sie ist bissig. Das lässt schon wieder hoffen. Wow. Ja, okay. Ich dachte, hier unten wäre gegebenenfalls alles dunkel. Und wir mussten erst noch ein Goodie finden, was uns heller strahlen lässt, damit wir hier rein können. Aber vielleicht finden wir das auch letztendlich hier und ist Teil der Progression hier. Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal, oh, dass wir hier weiterkommen. Ui. Bin ich gerade irgendwie an den Dornen gestorben und wieder hier oben. Ah, ich hätte mich da mal heilen können, wa? Oh, wow, wow, wow. Ah, gut, da war eine Heilung bei. Scheiße. So, ein bisschen Heilung. Kann ich. Oh, ein bisschen Heilung zunichte gemacht, indem ich direkt wieder auf den Dornen gelandet bin. Boah, dieses. So. Boah, hier ist aber ordentlich eng alles. Nein, nein, nein. Und man landet jedes Mal wieder hier oben. So, als erstes machen wir jetzt mal volles Leben hier. Es ist ja sonst nicht zum Aushalten. So, ist die Frage. Ja, ich glaube schon, dass ich die hier kaputt machen will. Ah, oh, scheiße, direkt wieder einen abgekriegt. Boah, läuft! Läuft total gut hier, der Abstieg. In die Schimmelwaldtiefen. Und jedes Mal kriege ich die Explosion in die Fresse, ey. Boah. Das kann nicht wahr sein. So, Nummer 1 mal erledigt. Ja, klar. Und wieder in die Dornen. Boah, ich habe noch ein halbes Leben. Das ist nicht viel. Vorhin war hier noch ein Gegner. Und da ist noch so eine Spinne. Okay, ich hätte fast den Boden berührt. Das wäre dann vielleicht so eine Art Checkpoint gewesen. Aber fast reicht halt nicht. Machst du noch irgendwas? Doch, es fällt irgendwann runter. So. Ich habe noch relativ viel Leben. Vielleicht halten wir jetzt ja mal ein bisschen mehr durch. Ja, klar, genau. Wenn ich drunter herfliege, fallen sie runter. So. Ich hoffe, das ist jetzt mal so eine Art Checkpoint, wenn wir jetzt mal sterben, dass wir hier unten wieder aufwachen. Aber so ganz genau weiß man es natürlich nicht. Vor allen Dingen... Boah. So, ich könnte mich da auch... Okay, das wollte ich jetzt eher nicht. Na, wenigstens das. So, genau. Man kann ja auch zwei miteinander schnell schlagen. Bringt natürlich nur was, wenn die Gegner auch in der Nähe bleiben. Aber wenigstens sind wir jetzt mal hier unten. So, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Komm runter. Ach ja, genau. Ich könnte ja auch mal meine Schmetterlinge hier rausholen. Ah, nein. Oh, immer diese LR-Schwäche. Was macht das hier? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man die rausholen kann. Würde auch gerne hier oben dran.
Doch, vielleicht geht es sogar. Na, fast. Jawohl, wir sind hier oben dran. Ah, ich habe das Kleben nicht mehr aktiviert, ne? Ich erinnere mich. Im Groben. So, ein bisschen Geisterlicht. Naja, egal, das Geister... Ah, Licht haben wir! Boah, und jedes Mal sind die Gegner hier alle wieder da. Wir haben auch alle so einen blauen Kreis dran, ne? Achso, so könnte ich mich auch so zu den Gegnern hinziehen. Okay, hilft aber auch nur bedingt. Man kommt aber dran. Ich habe noch nicht so den... Nicht die Ahnung, was das helfen soll. Da oben sieht es auch aus, als wenn da ein Loch in der Decke wäre. Aber ich komme nicht auf diese Höhe. Ich glaube, von nirgendwo. Naja, vielleicht wird mir ja irgendwann noch erklärt, was diese blauen Rausziehdinger zu bedeuten haben. Oh wow, da ist eine Riesenspinne im Hintergrund. Hier sanken die Augen des Waldes in die blinde Nacht. Diese Wälder waren immer dunkel, aber der Verfall hat ihre Dunkelheit vertieft und gefährlich gemacht. Was macht er? So, ich brauche ihn, um hier durch die Dunkelheit zu kommen, oder wie? Okay, okay, da hätte mich auch mal jemand vorwarnen können. Bin gerade immer noch so ein bisschen tastenmäßig verwirrt, weil ich jetzt den Knüppel hier auf Y habe. Da hatte ich vorher mein Schwert und den Knüppel auf X. Ach so, die sind wahrscheinlich auch irgendwie zu Beleuchtungszwecken da, diese Dinger, ne? Wenn es irgendwo ganz dunkel ist, kann man damit wahrscheinlich mehr Licht machen oder so. Oha. Ich glaube, hier werde ich jetzt sterben. Das ist aber irgendwie ein kompliziertes Unterfangen jetzt. So, okay, Schlüsselstein. Das sieht aus wie so eine Art Kokon oder so. Kokon, auf dem wir hier gerade stehen. So. Okay, können wir hiermit irgendwas machen? Es leuchtet einfach. Ach so, ah, okay, okay, okay. Es nimmt gerade neue Dimensionen an mit der Dunkelheit. Ich dachte, ich hätte einfach die ganze Zeit auch so einen Lichtkreis um mich rum. Okay, aber sobald es wirklich komplett schwarz wird, sterben wir. Der Lichtkreis zieht sich zusammen. Und ich würde vermuten, ah, jetzt machen auch diese blauen Viecher Sinn. Aber ich glaube, es ist schon so gedacht, ne, dass wir jetzt uns hier in diese dunkle Gegend begeben. Okay, prinzipiell helfen diese Viecher uns auch nochmal. Einfach hier Licht zu machen. Okay, interesting. Ich kann mich, ach so, ich kann mich auch auf die auch draufstellen. Okay, das war mir gar nicht so klar. Oh je. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der ganzen Mechanik her, muss ich sagen. Vor allen Dingen mit den Gegnern als Lichtquelle, ja. Okay, wenn sie sterben, leuchtet das Licht immerhin noch ein bisschen weiter. So, und jetzt haben wir hier wieder die Vespa als Lichtquelle. Okay, sie führt uns zurück. Ah, shit, shit, shit. Okay. Nein! Ja, das ist unser Exitus, würde ich vermuten. Okay, immerhin starten wir wieder hier. Es ist eigentlich ganz cool gemacht, aber es schränkt mich natürlich gerade in der Bewegung auch ein bisschen ein. Nein, aber wie soll man da drauf kommen?
So, ich glaube, wir sind wieder raus. Und wir sind wieder bei dem... bei der Wespe hier. Okay, und irgendwann zerplatzt sie dann aus. Okay, okay, habe ich verstanden. Sie soll einen über einen gewissen Weg leiten und dann zerplatzt sie auch irgendwann. Und die Dinger kann man, wenn man es geschickt macht, unter sich als Boden verwerten. So, dann müssen wir, würde ich sagen, müssen wir hier dieser Wespe nochmal folgen. Wo waren die nochmal? War hier nicht auch irgendwo eine Wespe? Ah ne, die ist irgendwo hier oben gewesen, ne? So. Boah, ich wäre fast schon wieder gestorben. Naja, man muss doch mal gucken, dass man es geschickter anstellt, wenn man die Dinger runterzieht, dass man dann irgendwie draufkommt. Ja, es geht schon, ne? Wenn man weiß, dass das von einem erwartet wird. Aber es geht auch nicht immer. Boah, es ist schon ein bisschen tricky teilweise, muss ich sagen. Ich glaube, man kann auch drunter springen. Das macht es auch nicht gerade einfacher. Ist das wirklich so gedacht? Ja, ich glaube schon. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal diesem Bienchen hier zu folgen. Und schauen mal, wo uns das so hinführt. Weil viel mehr können wir eh nicht machen. So, und der zweite Schlüsselstein. Und dieses Bienchen verreckt jetzt hier und das führt uns wieder zurück. Oh, 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 warte. Oh no. Oh no, no, no. Das ist unser Tod. Aber ich glaube, auch hier werden wir jetzt wieder... genau, bei diesem Bienchen hier starten immerhin. Ah, da links war noch eine Wand, ne? Warte mal, die will ich schon nochmal probieren aufzuschlagen. Aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Okay, okay. Und dann führe uns, kleines Bienchen, beziehungsweise... ist ja kein Bienchen, es ist Glühwürmchen, ne? Ja. Okay, ich glaube, der Weg hier war deutlich kürzer und einfacher als der von dem anderen Bienchen. So. Wo war jetzt die Tür gewesen? Rechts über uns eigentlich, also relativ genau hier. Ja, kommen wir hier schon durch. Sehr nice. Also diese Türrätsel sind doch eher immer auf sehr, sehr beschränktem Gebiet hier in dem Spiel. Aber ich muss sagen, hier Ori 2 and the Will of the Wisps holt mich auf jeden Fall viel, viel besser oder viel, viel mehr als der erste Teil ab. Auch vom Setting und auch von der Grafik. Auch der erste Teil war hübsch und süß, aber mit der ganzen Story hier und den doch großen und vielfältig abwechslungsreichen Gebieten, auch hier mit so dunklen Geschichten und so. Ah, finde ich super cool doch. Also bin ich froh, dass ich es gespielt habe und nicht nach dem ersten Part aufgehört. Also ich finde hier, der zweite hat sich nochmal an vielen Stellen sehr stark verbessert. Okay, hier ist erstmal kein Weg. Ui. Das war der falsche Knopf. Nein, ich wollte eigentlich von der anderen Seite dran. Ich glaube, irgendwie so ist es zu tun. Genau. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, wo uns dieser Weg weiter hinführt und ob wir mal irgendwann hier zum ersten Irrlicht oder wie das auch immer heißt kommen, beziehungsweise zu den Augen des Waldes, das schauen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage dir erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.